steht denn jetzt hier vorne? So. Also du bist ein Echsenmensch und du da hinten, was warst du? Du bist Cyrus, ja, du bist dumm. Auch ein Echsenmensch. Au, 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 au. Du schlägst mich nicht nochmal. Anscheinend doch. Guck mal, ich mach Akupunktur bei ihm. Ob ich gerade die ganze Zeit Cyrus aus Versehen treffe? Bin der Größte. Du bist der Größte. Oh. So viel größer als ich bist du aber nicht. Eigentlich gar nicht. Guck mal die Perspektive drauf an. Heiltrank. Echsenschwert. Das ist mein toller Lichtzauber natürlich. Den ich noch gar nicht gewirkt habe. Oder? Doch, hatte ich gewirkt. Kann ja nochmal wirken. Geil. Super hell. Mann, ey. Ich glaube, der wird sogar eher hinderlich. Hab ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach nochmal. Ex-Mensch. Treffer. Zack. Voll daneben. Nee, doch nicht. Getroffen. Hinter dir, Cyrus. Hinter dir. Den kriegen wir. Ja, ich bin schon dabei. Ich weiß nicht, was du machst. Ich würde auch gerne mal auf den Kopf zielen, aber das klappt nicht. Oh. Ich bin der Größte. Manu, ich ziehe jetzt mal die Waffen. Ich meine, so können wir uns wenigstens ein bisschen was an Leben sparen. Die kuscheln hier eh zusammen. Kann ich nicht einfach die Pfeile aus deren Rücken auch wieder rausziehen? War hier nicht noch irgendein Pfeil von mir? Ey, dieses Licht ist so Hammer, ne? Ich bin immer noch begeistert. Ich kann meine Begeisterung gar nicht in Worte fassen. Kann man nicht dran ziehen, schade. Hier dann? Nee. Doch! Jetzt tot. Nein. Ich hab's mir fast gedacht, dass man hier rein kann. Ah! Ich hab's mir fast gedacht, dass ich hier nicht rein möchte. Aber es hilft ja nichts. Priester. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist gleich viel stärker. Und schmeißt mit Feuerbällen. Cyrus, könntest du jetzt bitte mal eins von deinen magischen Dingern wirken? Cyrus! Wir gehen die Pfeile aus! Ja, da stehst du gut, Priester. Hast du gut gelernt. Oh, jetzt habe ich gegen die Wand geschossen. Alter, dieser Cyrus ist so nutzlos. Den kriegen wir! Anscheinend ja nicht. Aua. Oh, oh. Ich meine, er trifft selten, aber wenn er trifft, trifft er richtig, ne? So, ihr macht das, ne? Ihr macht das hier schon. Scheiße, Alter. Besser du als ich. Gottes Willen. Hallo? Noch wer? Pfeil. Ist hier irgendwas mal ein Bett von, wo ich mich reinpflanzen kann? Teleport Nordosttempel. Geil. Das hier ist doch dann bestimmt der Nordosttempel, ne? Amulett. Schutz vor Feuer, Schutz vor Klingen. Sollte ich vielleicht... Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Vielleicht sollte ich hier das hier anlegen. Oh Gott, ey, heute ist echt der Wurm drin bei mir. Auch beim Sprechen. Weil ich glaube, davon diesen netten Herren der Schöpfung kommen bestimmt noch mehr. Jetzt haben wir wieder Fleischfutter, ne? Da ist ein Schrank, in den ich gleich noch reingucke. Tränke hebe ich mir gerade mal lieber ein wenig auf. Er sieht echt ein bisschen böse gelöchert aus hier unten, ne? Oh Gott, das dauert so lange. Es tut mir leid. Aber so ist das halt, es gehört dazu. Wenn man zu doof ist und mitten in den Feuerregen reinrennt. Die Kiste da sieht auch noch nett aus. Alter, jetzt ist auf hier. Ist ja Raupe nimmer satt. So. Schwere Truhe. Was haben wir denn in der schweren Truhe drin? Ach, nochmal von vorn. Abgebrochen. Dann halt so. Na also.
3 Fackeln. Ich glaube, eine Fackel werde ich gleich auch einfach mal wieder benutzen. Magischer Schutz. Sollte ich vielleicht auch öfters benutzen. Aber hätte, wäre, könnte. Was haben wir hier? Zähne. Na, herzlichen Glückwunsch. 12 Fleisch. Kann ich die eventuell? Natürlich nicht. Oh, steinerner Thron. Hallo, ich sitze auf einem Ding, was überhaupt nicht grün leuchtet. Er macht wieder einen auf Chiller-mäßig, ne? Ja, reicht dann auch. Ich habe genau 300 Pfeile und ich weiß nicht, ob ich diesen wunderschönen Hebel da betätigen möchte. Ach, du kannst handeln. Lass uns handeln. Ach, die habe ich auch schon wieder allen Scheiß angeredet. Ich drück mal den Hebel. Ach, da sitzt einer drin, ne? Wird wahnsinnig. Ist das Eldrick? Na, no, geil. Ich gehe erstmal pennen. Bis zum nächsten Morgen. Hallo, Eldrick. Ich habe ja Intuition pur hier. Ich kann ja mal eine Fackel anmachen. Du freust dich auch gar nicht darüber, dass wir gerade dein Ding aufgemacht haben, ne? Endlich. Ich hatte schon gedacht, ich komme hier nie wieder raus. Ich bin Eldrick. Die meisten nennen mich Eldrick, den Druiden. Und? Bist du ein Druide? Ich bin, wer ich bin. Mir ist egal, wie die Leute mich nennen. Solange sie mich in Ruhe lassen. Aber wer bist du? Ich weiß nicht. Ich heiße ja angeblich Schiffsbrüchiger. Ich muss mal... Ich bin ein Schiffsbrüchiger. Dann hat das Schicksal wohl noch etwas vor mit dir. Was meinst du damit? Nichts geschieht aus Zufall. Es gibt einen Grund, warum du gerettet wurdest. Die Welt hat einen Plan und du bist ein kleiner Baustein davon. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Also, warum bist du hier? Ich bin einfach nur ein super Schwimmer. Ja. Du musst mir helfen, ein magisches Artefakt zu reparieren. Was für ein Artefakt? Eine goldene Scheibe mit einem Kristall. Der Kristall scheint irgendwie kraftlos zu sein. Hast du die Scheibe dabei? Nein, Meister Cyrus hat sie. Ein Magier? Nein, mit Magiern arbeite ich nicht zusammen. Wenn ich die Scheibe reparieren soll, dann machen wir beide das. Also, hol die Scheibe und schick den Magier weg. Dann gehen wir zu meiner Hütte. Aber ich möchte mit Cyrus erst noch den Rest dieser Festung erkunden. Hier, dein Stab. Hier, ich habe deinen Stab gefunden. Danke. Ich habe ihn beim Kampf gegen diese Echsen verloren. Warte, ich habe zwar nicht viel, was ich dir geben kann, aber vielleicht kannst du dieses Amulett gebrauchen. Der Stab stand draußen vor dem Tempel oder dem Gefängnis. Und die Echsen haben wir erst im Gefängnis gefunden. Wie genau kann er die im Kampf verloren haben? Das wird Amulett woanders. Das hier. Geschicklichkeit plus 5, Stärke plus 5. Aber ich lasse erstmal das drin. So, Cyrus, ich möchte mit dir erst noch ein paar Sachen regeln. Oder anschauen. Ist hier oben irgendwo hin? Also mit dieser Fackel sieht man hier drin auch nicht wirklich viel, ne? Zumindest nicht in die Ferne. Alter, geh doch mal da hoch. Hier ist sonst nichts. Da kommt man auch bestimmt nicht rein, weil hier nämlich keine Hebel sind. Immer den Druiden-Schierling nehmen wir aber noch mit. Dann werde ich jetzt mindestens noch einmal in die andere Richtung runterlatschen. Schauen, was es da so gibt. Und vielleicht vorher auch nochmal die Nautilus machen. Diese Fackel ist echt nervig. Ist hier noch irgendwas angeht, dann geht's auch noch weiter. Wunderbar! Aufgepasst, es geht was. Los. Schön, dass er mir auch jedes Mal wieder, wenn ich die Waffe ziehe, sagt, wie ich dann kämpfe. Falsch! Vorbei! Ich mag Cyrus irgendwie nicht so richtig.
Fackel. Die will ich jetzt eigentlich nicht haben. Ich glaube, ich gehe gleich wieder zum Dings pennen. Spart uns irgendwie nicht wirklich das Zeit. Das ist zu schwierig für mich. Ja. Ich gehe eben mal kurz eine Runde schlafen. Weil es so schön ist. Ne? Ob ich jetzt dahin gehe, renne zum Schlafen, dauert genauso lange wahrscheinlich, bis ich mir da noch 20 Fleisch hinter die Kiemen schlage. Pfeil. Noch ein Pfeil. Wo kommen die bloß her? Ich verstehe das nicht. Hebel. Ich kann den auch einfach wieder einschließen, damit er nicht wegrennt. Bis zum nächsten Morgen pennen. Ach, scheißegal, bis wann wir pennen. Oder gibt's irgendwie irgendwann Bonus? Hat da gerade was? Pfeil. Komisch, dass hier so viele Pfeile rumliegen. Komme ich gar nicht drauf klar. Kann mir gar nicht vorstellen, woran das liegt. So. Aua, es tut bestimmt weh. Nein. Ach, er kann sich jetzt so elegant abrollen. Das ist traumhaft. Ich bin begeistert. Jetzt ehrlich. Auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört. Achso, hier liegt doch das Schwert rum. Die Fackel kann da auch erstmal rumfackeln. Ich nehme die Beere mit, die hier auch super gedeiht, mitten in der Dunkelheit. Darüber müsste ich mich rüber levitieren, ne? Nehme ich an. Mami. Geh weg. Geh weg. Aber der guckt mir auch mal an, als würde er mich gleich knutschen wollen. Kannst du mich mal, danke. Hexenmensch, Wächter. Glaube, das wird nichts, aber egal. Cyrus, hinter dir. Es geht. Es geht. Ah. Ja. Ich möchte lieber wieder in der Arena kämpfen, das war für einfach. Ja, Moment. Moment, Moment. Ich warte darauf, dass der mal tot geht hier. Das ist sehr unverwundbar, ich das Gefühl. Besser du als ich. Ne? Weiß auch nicht. Aber ich meine, es stört mich nicht. Finde ich gut. Hexenschwert. Wächter. Zellenschlüssel. Was für eine Zelle denn bitte? Und was ist da drin, wenn ich fragen darf? Oh, Pfeil. Hallo? Zimmerservice. Springe. Donuts. Das hört sich ja ein bisschen nach böse an. Ist hier oben noch irgendein... Nein? Gut, dann gucke ich erst unten. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass der Schlüssel bestimmt für irgendwas hier oben ist. Hallo? Was? Steinplatte. Ist ja nur so, das ist scheiße, den ich auch sofort mitnehmen würde, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Eine Steinplatte. Hier ist ein Schloss. Hier auch. Ist der Schlüssel für alle Schlösser hier? Ich befürchte, dass wenn ich jetzt da reingehe... Das dann zu? Nö, hab ich jetzt auch nichts drin, außer ein Bett. Naja, außer ein Bett, ne? Schlafen wir noch einfach mal hier in der Folge mehr als sonst im ganzen Let's Play. Oder beziehungsweise in der Aufnahme. Ich weiß ja noch nicht, wie das genau, wie das so passt mit den Zeiten. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir in jeder Folge nur einmal schlafen. Ist auch nichts drin. Doch, Knochen. Hab ich im anderen Knochen übersehen vielleicht? Habe ich hier Knochen übersehen? Knochen. Nö, liegen zwar welche, aber kann ich nicht mitnehmen. Der Cyrus ist so nervig.